So, Endspurt. Wir sehen hier die Königsklasse, die Top 3 von NIZ Rising Nummer 18, dem letzten Turnier hier im Norden. Ja, nicht im Norden, ne? Es gibt ja nächste Woche noch eins in Flensburg. Da müsst ihr auf jeden Fall auch reinschalten. Aber das letzte NIZ in diesem Jahr bis zum 3.2., wo es dann weitergeht. Und wir sehen Weiße gegen Linotox. Linotox hat hier schon guten Damage gemacht. Macht hier mit seinen Protektoren 18 Schaden, macht das Ding dann einfach. Mal schauen, ob er das auch halten kann. Wie gesagt, also bisher hat die Taktik Pure Aggression bei Linotox sehr gut funktioniert. Der Charakter Mewtwo ist ja generell eine Glass Cannon. Also absolut leicht, super leicht zu treffen, aber kann halt so gut austeilen und man sieht es einfach. Von daher, es kann auch einfach die optimale Spielweise sein, auch wenn man das schon teilweise gegen manche Angriffe schon hätte cleaner spielen können. Ist einfach schwer zu avoiden. So, ja, okay. Weiße holt sich das hier langsam zurück wieder. Ja. Mhm, ja. Ja. Da hat er sogar kurz überlegt, was er machen kann, aber trotzdem, da war Weiße drauf vorbereitet, hat hier jetzt 165%. Wie kann Linotoxin hier killen? Ja, versucht hier mit dem Grab, der trifft nicht. Der hat auf jeden Fall gekillt, aber der F-Tilt tut's auch. Und wir sind hier wieder even. In Game Nummer 1. Und hier schon nicer Damage, einfach so. Ganz entspannter, nicer Damage für Beißel. Der hier schön auf Reaction spielen kann. Einfach, guck mal, er lässt die Dose da einfach stehen, er benutzt sie nicht mal. Er guckt einfach, okay, was macht er? Wie kann ich drauf reagieren? Eine Sache, gegen die Duckhand nicht so viel machen kann, ist einfach nur Schild. Also irgendwann wird man halt geschickt poked, aber grundsätzlich würde ihm etwas fehlen wie ein Command Grab, der in der Luft trifft. Ja, das würde ihn richtig busted machen. Das haben manche Charaktere, Mewtwo auch unter anderem, wenn die Side B, die auch Sachen reflektiert, jemanden trifft, dann dudelt der so durch die Luft, auch wenn man schildet. Genau sowas würde da kein fehlen, um wirklich Treasure zu machen. Aber Beißel löst das auch so. Man kann ja nicht alles haben. Oh, er versucht alles. Also eben gerade habe ich gesehen, das sollte wahrscheinlich ein Jetblock werden auf der Plattform. Und es wäre wahrscheinlich runtergegangen, hätte nochmal einen Jetblock gemacht oder vielleicht ein Side B. Ich habe schon so viele Variationen von Kombos gesehen bei dem Dude. Er ist schon so lange dabei einfach. Er war bestimmt schon beim ersten NZ dabei. Ja, war er. Kann mich tatsächlich noch dran erinnern. Und wenn man so überlegt, was sich geändert hat. Also Beißel hat eigentlich immer gut performt. Mhm. Ja, Robin GG ist halt einer der Top-Spieler aus, wenn nicht der beste Spieler aus dem Norden. Ja, ist er. Er hat letztens auch gegen SDN gewonnen. Also Robin GG hat damals halt noch ziemlich oft getendet. SDN war damals schon dabei und hat auch sehr gut geplaced. Wir haben nur nicht gesehen, dass er so ein Monopol hat auf den Turniersieg. Also er gewinnt einfach so oft inzwischen. So Kontrahenten wie Rufen und Robin GG sind einfach nicht mehr so oft dabei wie früher. Oh! Side B into Up Air. Und Beißel holt sich hier das erste Game. Jetzt bin ich mal auf die Antwort von Linotox gespannt. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, noch döller raufhauen. Noch aggressiver, noch schneller. Immer feste drauf. Ja. Und ich bin mir sicher, das kann auch klappen. Wenn man Duckhand unter Druck setzt und auch auf die richtige Weise, dann kann man den Char auf jeden Fall gut ausschalten. Ja, ist halt die Frage, ob Beißel sich da so leicht unter Druck setzen lässt. Ja, das ist eben das Ding. Also Linotox nicht der Erste, der es versucht bei Beißel mit Druck. Also ich habe es auch schon so oft versucht. Ich habe so viele Sets gegen Beißel gespielt und auch immer versucht, irgendwie super aggressiv gegen ihn zu spielen. Und das kann halt gut klappen. Es hat auch manchmal gut geklappt und es kann auch richtig in die Hose gehen. Ja. Das hatte ich auch oft genug. Ja, also er kommt halt immer auch super gut von der Edge wieder weg, indem er einfach die Dose da platziert. Schutzschild. So ein bisschen. Mhm. Es kann ein Schutzschild sein, es kann aber auch aggressiv genutzt werden und dem Gegner so ein bisschen Respekt
naja, abgewinnen, dass der dann halt einfach ein paar Schritte zurückgehen muss oder sich halt um die Dose kümmert. Er macht einfach so viel kleinen Schaden, ne? Einfach immer mit Tack getroffen, Tack noch ein und dann wieder irgendwie 10 oder 15% mehr. Und ja, bei Mute brauchst du nicht so viel davon. 140%. Schön. Hat ihn da mit dem Confuse, glaube ich, ist das. Oder? Ich weiß es nicht genau. Ja, ich glaube, es ist Confuse. Getroffen. Und, der hat nicht gesessen. Aber der sitzt. Okay. Ja. Wieder eine Lead hier für Beißel. Und dann noch die Dose zurückreflektiert. Oder den Schuss. Auch nochmal auf Beißel. Alles, was reflektiert wird, macht ja auch mehr Schaden. 1,2 oder 1,4% mehr. 1,4 mal mehr. Das ist, glaube ich, bei jedem anders. Ja, also Beißel approach halt mit der Wall of Projectiles. Mit drei Teile immer. Ja. Jedes Mal. Hat die immer draußen. Und Mute kann halt nicht durchschäden durch das Teil. Also er kann da nicht durchschießen. Er kann das nur schlecht avoiden. Du willst ja auch nicht überduckernd sein, also so überspringen oder sowas. Aber du musst ziemlich gezielt hitten, wenn du das einfach zerstören willst mit Attacken. Keine leichte Situation gerade um. Weil so holt sich auch diesen zweiten Stock. Und jetzt im Moment sieht es nicht gut aus für Mutox. Wie viel mehr muss er noch einstecken? Immer diese Early Kills. Und er würde gerne mehr angreifen, aber es geht manchmal einfach nicht. Also er geht ja jetzt schon viel auch auf die Dose. Also er hat gerade mit F-Tilt, dann nochmal Down-Tilt, dann nochmal F-Tilt und richtig hart getroffen mit dem Down-Smash. Ja, der ist vorsichtig. Einer von den gebufften Smash-Attacken. Die hauen ja schon sehr gut rein und jetzt haben sie auch wenig Endlag. Das ist auf jeden Fall eine Attacke, die underrated ist, wenn ich mich nicht finde. Guck mal, da steht er immer noch. Ja. Der Gunman steht da einfach. Wenn du ihn triffst, dann steht er noch länger. Und die Up-Smash. Ja. Beißel holt sich auch dieses zweite Game. Kann er das Ganze hier 3-0 beenden und dann auf SDN treffen nochmal? Wir werden sehen. Ja. So wie seine komischen Zähne bei seiner Lache. Ja, also Liu sagt quasi immer irgendwie Projektile im Gesicht rumfliegen. Also ist schon... Das ist ein Matchup. Also ich kann mir vorstellen aus der Sicht von Lidiotox, dass das Matchup einfach nervt. Ja, ja. Ich dachte mir auch so, wenn ich jetzt Lidiotox wäre, wäre ich echt ein bisschen angefressen. Ja, das ist so erdrückend alles. Ja, also ja. Wie gesagt, jetzt, da kommt die Dose raus jetzt. Dann kommt die Downby. Ja, okay, er macht die Sidebee stattdessen. Aber Fakt ist, da ist immer irgendwas zwischen den beiden. Immer. Das ist einfach so schwer, dagegen klarzukommen für Lidiotox. Auch er reflektiert schon alles die ganze Zeit, aber dann kommen die halt einfach nochmal raus. Ja. Jetzt die Frage, da muss man sich wirklich überlegen, was mache ich jetzt überhaupt? Musst du dir echt einen Plan machen, also da brauchst du einen Plan für. Einfach so gegen Spielen, auf dem Level, schwierig. Auch wenn es jetzt gerade relativ even ist, dann sieht das Advantage... geht einfach immer in die Richtung von Beißel. Der fischt mit dem letzten Pika von der Ente. Okay. Er versucht es immer wieder, aber es ist sehr schwer mit dieser Situation hier gerade umzugehen für Lidiotox. Er hat schon ein Set mit Beißel hinter sich. Dann ist das Set mit Splash Mage, was halt auch einfach nervend aufreibend war. Und irgendwann hat man dann halt auch keine Geduld mehr, ne? Aber da hilft es auf jeden Fall. Ich sehe hier Sketty. Getty ist auf jeden Fall im Chat mit dem so unfair, sagt er. Ja, Lidiotox jetzt auf dem letzten Stock. Ja, hier
Flora sagt auch, Unitox ist einfach gerade ein Endboss mit drei Phasen. Schon noch die dritte zu stark für LDT ist. So sehe ich das auf jeden Fall auch. Ist wirklich wie so ein kleiner Endboss. Es ist der Friede, falls jemand Dark Souls 3 gespielt hat. Drei Stages. Oh. Irgendwie schafft es da. Oh, der Block into Down Smash killt noch nicht. Aber da steht schon wieder alles irgendwie weird rum. Liegt irgendwas auf dem Boden. Auf so weißen Stages siehst du das dann teilweise noch nicht mehr, dass da irgendwas liegt. Ist dann so ein bisschen wie bei Snake. Oh, oh, und diesmal hat er den Dragon Ball Z-Moment verloren. Wie letztes Mal auch. Da kann auch kein leichter Char, aber auch kein schwerer. Also eher leicht, würde ich sagen. Ungefähr so schwer wie Mario. Also so im Mittel. Aber er ist nicht so leicht, wie er aussieht. Und er sieht ja eigentlich auch leichter aus als Mewtwo. Ganz bestimmt. Und das war's auch schon. Alter, einfach so. Beißel 3-0 über Linotox. Lässt sich das nicht nehmen. Der will das Runback gegen SDN. Mal schauen.